Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück. Hier leuchtet doch noch irgendwas blau. Klinge psychischer Schaden. Haben will? Also habe ich jetzt eingesammelt. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, das war... Ja. Ich weiß, was das war. Das war etwas sehr Gutes. Also gute Sachen gibt es hier. Langsamer Rotor. Damit kann ich ja bis jetzt noch überhaupt nichts anfangen. Da hinten ist doch das Arschloch. Da ist ein Arschloch. Ich weiß nicht, ob der durchschießen kann. Oh mein Gott. Johnny? Was? Was? Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs. Egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Oh. Oh Gott. Also ich bin ja nicht davon überzeugt, dass wir Evelyn hier noch lebendig finden werden. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Also, zerrissene Strümpfe. Ja, auch Sachen, die ich unbedingt einsammeln will. Ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen was absammeln. Also lokales Netzwerk ausschalten. Überwachungssystem. Also wir haben jetzt noch ein bisschen was mehr ausgeschaltet. Da ist der Typ. Ich glaube, wir können jetzt von hinten mal langkommen. Ich würde sie mir sehr gerne einmal kurz von oben angucken. Wo siehst du, da ist doch noch was. Scheißdreck, ey. Da habe ich ja jetzt schon Bock drauf. Ach so, ach, ich habe nicht genug. Ich bin auch dumm. Hallo. Booty, booty, boot. Ah, zu viel Gitter davor. Okay. Also, es sind auf jeden Fall zwei, glaube ich, wenn ich das so sehe. Ich weiß halt nicht, ob da noch Kameras im Weg sind. Was jetzt die klügere Wahl an dieser ganzen Sache ist, vielleicht sollten wir... Also einer müsste ja irgendwie hier sein, vielleicht. Und einer irgendwo da. Also wir haben auf jeden Fall hier jetzt noch Gasrohre, glaube ich. Irgendwo. Da haben wir noch eine Gasflasche. Da haben wir auch noch etwas, was gasmäßig aussieht, glaube ich. Also, pass auf, ich werde jetzt nochmal aufs Katana wechseln, weil ich eigentlich annehme, dass der jetzt hier gleich vorbeikommen müsste. Irgendwie. Aber er kommt nicht vorbei. Er will nicht. Doch. Aus die Maus. Ende im Gelände. Der ist schon sehr arg, weil... Ach, nicht schon wieder. Überhitzen. Buh. Einfach nur buh. Mann, jetzt brenne ich schon wieder oder ist das abgebrochen? Arschgeburt. Arschgeburt. Ach, nicht schon wieder überhitzen. Ist der Wind jetzt dauernd oder... Was ist da los? Arschgeburt, hat sie gesagt. Hat sie aber hart geflucht. Deine Mutter holt dich hier jetzt gleich raus. Ist vorbei jetzt hier. Komm her. Ich sehe dich. Komm her. Mutti. Und wie du installierst mir jetzt hier schon wieder, dass ich... Ja, Arschgeburt. So können wir uns jetzt beleidigend gegenüberstehen. Drecksfotz Arschgeburt. So. Werbefreundlichkeit, YouTube-Tauglichkeit, alles weg. Aber gut, Format ist auch gekennzeichnet ab 18. Dürfen wir also vielleicht auch mal härteren Slang annehmen? Wo läuft denn der hier durch? Das brennt doch. Dem fällt aber auch nichts anderes Kreatives ein, ne? Was soll denn nämlich der Tricksfront? Ich warte, dass er vor der Tür steht. Wo ist eigentlich Judy? Hängt die da immer noch in diesem Raum rum?
anstatt mir mal hier zur Hand zu gehen? Lass mir ihre Beine! Ihre Beine? Ich lasse gar nichts, aber lass du mir deine Beine. Und dein Geld. Ich sammle immer noch Geld. Also, Geld ist willkommen. Kann ich eigentlich durch die Scheibe durchschießen? Durch das Gitter? Oder ist das nix? Pass auf, jetzt ist er doch hier. Traut er sich. Wie er sich selbst nennt. Wo ist er denn? Wo ist er? Komm doch. Ja, ja, ab, ab, ab. Dämliche Drecksfotze. Dämliche Drecksfotze. So nennt man mich. So nennst du mich. Na komm hier. Komm, Buschibusch. Jetzt komm doch mal her hier. Folge der Granate. Tipp, 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 tipp. Ah. Mutti will spielen. Zielt auf die Titten. Was? Auf die Titten? Ziel auf die Titten. Wo ist er denn? Ah, der ist ja echt anstrengend. Und jetzt, jetzt. Katana. Alter, jetzt, du regst mich aber sowas von auf. Wo ist er hin? Nein, 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 nein. Hab ihn verloren, hab ihn verloren, hab ihn verloren. Raus, 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 raus. Wie überhitzen. Ach Mann, leck mich doch ab, Popoloch. Das gibt's doch nicht. Sieben, sechs, fünf. Es wird immer länger gefühlt, ne? Es sind auf jeden Fall zwei. Irgendeiner hat das... Oh, irgendwas ist kaputt gegangen in mir. Irgendwas ist kaputt gegangen. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber es sind auf jeden Fall zwei, wo wir mit hergekommen sind. Aha, guck mal, da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Kamera. Ausschalten. Kann ich die ausschalten? Hallo? Ausschalten. So. Das erklärt jetzt auch, warum die mich, ne? Kann mal einer jetzt herkommen hier? Das ist ja Freunde. Ich weiß, ja, ja, du weißt, wo ich bin, aber du kommst nicht her. Das ist dein Problem, mein Freund. Wissen, wo ich bin? Und ich habe jetzt Angst, du brach ja vorzugehen, weil ich Angst habe, dass sie mich zum Brennen bringen. Bin ich taub? Hat es ihn erwischt? Hat es ihn zur Strecke gebracht? Nein, hat es nicht, aber... So, das war gut. Ah, irgendwas ist passiert. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube, da ist jetzt noch eine zweite Kamera. Irgendwas war doch da jetzt noch. War das eine Kamera? Nee, Kamera aus. Beide kaputt? Hä? Doch. Nicht verarschen? Also, die Kameras reagieren auf Bewegung. Jetzt verstehe ich das. Irgendwo sind hier noch Kameras. Da. Über mir. Über mir. Über mir. Und ich glaube, dann kommen jedes Mal neue Leute, wenn die Kameras aktiv sind. Ich verstehe, aber warum schaltet Judy diese scheiß Kameras nicht aus? Und wenn ja, kann ich die ausschalten? Hör mal hier, Klimaanlage? Klimaanlage brauche ich unbedingt. Ofen, explosiv. Kann ich den Ofen nicht in die Luft jagen? Wahrscheinlich Granate reinwerfen oder sowas, ne? Pff, warte mal, hier ist doch noch einer. Hier war doch noch einer. Irgendwo ist doch noch einer. Ach nein, das sind die Kameras, jetzt verstehe ich das. Ach, wie doof, Mann. Also, in den Raum weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich reinkommen soll, weil... schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich verlinke mich nochmal. Habe ich jetzt eingeschaltet oder ausgeschaltet? Offline, Überwachungssystem. So. Ich übernehme jetzt mal den Remote und gucke mich jetzt mal um. Wir haben ja jetzt hier noch ein paar... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist das Ziel. Ach, gucke mal, das ist doch der Raum. Studio. Ach du Scheiße.
Da wurde das Expedit mit dem Todesmottensiegel aufgenommen. Ich erkenne ungefähr die Räumlichkeit. Aha. Hier hängen auf jeden Fall noch Leute. Befreien. Hier jemand befreien. Belohnung. Okay. Also, da sind welche. Ah, stimmt. Wir können sogar ranzoomen. Das sehe ich jetzt erst. Dann haben wir hier... Was macht er denn? Ah, okay. Die sind in Alarmbereitschaft. Aber die können wir doch tatsächlich... Da können wir doch auch mal so eine Speicherlöschung starten. Und bei dir können wir gerade nichts machen. Hier zugrunde geht. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, scheiße, die Cyberware, ne? Aber wie kriege ich die Kameras aus? Wo ist denn Judy? Ach, doof, dass mir hier noch Fähigkeiten fehlen. Kann ich mir die nicht vergeben? Jetzt noch schnell? Also, ne? Ich sag ja nur, Levelaufstieg. Wir haben doch noch verfügbare Vorteilspunkte. Uns fehlt auf jeden Fall Techie? Fehlt nicht irgendwas mit Techie? Was ist das denn? Sprengschutz? Was ist das? Granatentyp? Was ist das? Okay. Schaden. Aufladen, Tech-Waffen, Nachladen, Knarrengeflüster, was ist das? Erneuerung, den Schaden, erhöht den Schaden, ja, ist alles so Tech-Waffen. Aber wir brauchen Techie-Fähigkeiten, ne? So, pass auf. Und dann werden wir vielleicht, was haben wir denn bei Reflexen? Schieß, schnelle Nahkampfangriffe. Was ist das? Adlerauge. Verringert die Zeit zum Ziel mit Gewehren. Das finde ich gut. Das können wir mal auf Level 1 machen. Ah, wobei, guck mal, Klingen hätten wir noch gehabt. Ah, guck mal, das ist neu. Das müssen wir das nächste Mal machen. Ah, wir müssen die Klinge aufbessern. Ah, das habe ich zu spät gesehen. Das habe ich zu spät gesehen. Egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir werden, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, gleich nochmal eine Runde speichern. Und dann werden wir jetzt mal überlegen, wie wir vorgehen. Aber das reicht immer noch nicht. Frage wäre jetzt auch, wollen wir noch mal eine Runde zu Judy zurück? Also da sind zumindest noch zwei Stimmen. Und hier... Gehen die Kameras jetzt an? Nein. Ah, siehst du, die sind aus. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Wir finden dich so oder so. Aha. Tut das. Jawohl. Ich habe gehört. Kann ich das einsammeln? Irgendwas ist doch hier. Granaten. Immer gut. Also, es sah so aus, als könnte ich hier was einsammeln, aber irgendwie auch nicht. Weiß auch nicht. Siehst du? Hier ist das Symbol, aber geht nicht. Geht nicht, sammelt ein. Funktioniert nicht. Vielleicht ist sie ja hier. Oh mein Gott. Ab in den Ofen? Leiche. Tot. Ja, offensichtlich. Oh Gott, und hier sind die ganzen Koffer. Das sieht so aus, als hätten sie die sonst wo irgendwie... Oh mein Gott, das ist ein Leichenofen. Ach du Scheiße. Ich hab echt Angst. Ich glaube nicht, dass wir die noch finden. Ein Glück, verdammt. Ich glaube nicht, dass wir die finden. Oh mein Gott, also hier ist zumindest ein echt krasser Massenmord begangen. Also siehst du, was das für eine schmutzige Industrie dahinter ist, ne? Ah, ist ein Aschenbecher. Das für ein schmutziges... Für eine das ist die Tür hier, ne? Ja, ja. Durch die hätten wir dann durchgekonnt. Wäre jetzt vom Weg durch... Ja, ganz cool gewesen. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ich muss gerade noch mal schnell gucken. Ja, es wird langsam schon wieder knapp im Inventar. Aufpassen. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Karten. Wenn wir hier Spielkarten spielen wollen. Wir finden ihn nicht. Ja, komm doch mal durch die Tür durch. Ich glaube, mehr ist hier jetzt nicht. Gut.
Erbärmlich, ja, ich bin erbärmlich. So, ich habe jetzt Angst, dass ich mich in irgendeinen blöden Winkel begebe, wo ich nichts mehr tun kann. Meinst du, die sind hier drin? War jemand drin? Nee, hier ist auch niemand drin. Aber das ist ein Serverraum, oder? Durch der Lippenstift. Damit haben die Ladies hier aber echt, ne? Stressball? Haha, geil. Also, Bewachungssystem. Schalten wir das System schon mal aus. Gut. Ofen, explosiv. Sprengung erzwingen. Hui! Remote übernehmen. Also, wenn den Ofen jetzt gesprengt. Vielleicht war es mir auch einfach zu heiß. So in dem Ganzen drumherum. Da müssen wir hin. Also irgendwo sind doch noch zwei, oder? Hä, wo sind die? Oben, unten. Ja, die da an den BDs hängen. Und dann haben wir doch hier noch diese zwei, die da hier immer noch so rumdüppeln. So, bei dir können wir jetzt auch mal eine Speicherlöschung machen. Können wir bei dir auch noch was Schönes machen? Nö. Ja, ich habe auch Kopfschmerzen. Oh, war die nach letzten nach da? Ja, kenne ich das. Hat auch gar nicht das Gefühl. Johnny! Ich sehe dich. Aber guck mal, da unten liegt noch Zeugs. Ich habe noch nicht alles gefunden. Wir finden dich so oder so. Ja, ja. Hast du gehört? Ja. So die Frage, wer am Ende überlebt. Es ist nur die Frage, wer am Ende überlebt. Sind die Kameras jetzt hier an? Nee. Sind das die Ladies? Ich nenne sie noch Ladies. So respektvoll. Dabei sind das so eine Arschbratzen. Heute bin ich konzentrierter. Mag ich. Ist gut. Warte mal, wo wollte ich hin? Hier hinten war doch. Da, da. Das habe ich gesehen. Zack. Oh, so. Hier, Maske. Also, ich muss jetzt eine Tür finden. Ah, sie haben mich durchgesehen. Nehmen wir diese Tür. Nehmen wir diese Tür. Meinst du, die ist direkt dahinter? Wo bist du? Na, im Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Okay. Aufzugsäuberung. Sind wir so weit schon? Stehst eh. Also ich würde jetzt erstmal hier rumgucken wollen. Warte eine Sekunde auf mich. Also hier ist das Studio, ne? Hast du gehört? Ich würde jetzt erstmal gucken wollen, ob wir die zwei hier noch wegkriegen. Was ist denn? On air? Judy! Das ist Evelyn. Pass sie bloß nicht was? An! Was? Evelyn? Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Was? Evelyn? Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Evelyn! Okay, dann mal los. Oh mein Gott. Okay. Los geht's. Mach dich jetzt. War das jetzt richtig? Oh, die sieht gar nicht gut aus. Evelyn? Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Sag was. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Verdammt. Wir haben bestimmt noch nicht alles gefunden, ne? Irgendwo gab es bestimmt noch ein bisschen Geld oder so. Oh, jetzt laufe ich auch noch so langsam. Ich kann nicht schneller laufen als das. Ich kann nicht rennen. Scheiße. Jetzt sehe ich schon wieder so eine Titte von mir her wackeln. Guck mal, hier steht eine Waffe. Von wem auch immer. Nicht rödeln wie. Wir ich kann nicht schneller. Du stehst im Weg. Oh mein Gott. Das sieht jetzt auch wieder schon nicht so prickelnd aus. Was habe ich jetzt in der Hand? Was ist das? Abzeichen? Hä?
komm schon. Ist doch nicht so schwer. Ja, bitte? Bitte, nur eine. Für mich. Zigarette? Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Geh Ach so, zu, deswegen raucht sie jetzt. Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife. Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Okay, also wir werden im Krankenhaus sein, so wie das aussieht. Ich will hier noch rumgucken. Kann ich erst noch hier oben rumgucken? Aber wo sind wir? Double Life. Doppelleben. Erstmal hier oben noch rumgucken. Ja, also wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich noch in ein, zwei Räume gucken können. In der Mission. Das wäre vielleicht tatsächlich auch ganz gut gewesen. Vielleicht hätten wir da noch was gefunden. Aber ich bin mehr als happy, wie diese Mission abgelaufen ist. Und vor allen Dingen, was wir alles bekommen haben. Meinst du das Krankenhaus? Gott. Das sieht doch furchtbar aus. Judys Apartment? Hier wohnt die? Was? Moment. Ey, die hat eine Waschmaschine. Ich habe ja noch nicht mal eine Waschmaschine und aber kein Wäschekorb. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Ey, es gibt Waschmaschinen. Warum habe ich sowas nicht? Wasche ich meine Kleidung nicht? Die hat eine Waschmaschine. Die hat einfach mal eine Waschmaschine. Wie krank ist das denn? Vor allem, was hat die für ein riesen Bad? Judy, kann ich bei dir einziehen? Du hast eine Waschmaschine. Hier wohnt sie? Die hat eine Bar bei sich zu stehen? Alter, was ist das für eine Wohnung? Sie schläft. Das ist ein Aquarium. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Okay. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Okay. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Was bitte? Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Wie viele BDs konntest du runterziehen? 2. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Okay. Okay, lass also mal sehen. Also bin ich jetzt in der BD? Warte, ich muss die Parameter einstellen. Okay. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Quatsch. Komm schon, wie? Also... Cyberware. Ich gebe gerne als erster zu, dass das nicht gut ist. Anwendung und Nebenwirkung. Als erster, wenn Johnny das sogar sagt. Anwendung und Nebenwirkung. Ich weiß nicht, ob wir es schon gelesen haben. Unmöglich. Doch, haben wir schon gelesen. Haben wir schon gelesen. Bett setzen. Okay, also sie bewegt sich. Oh, wie nett du sein kannst. Was willst du denn? Also wir stehen erstmal auf vielleicht. Wie nett ich sein kann? Ja, natürlich kann ich nett sein. Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Guck mal, die hat ein Aquarium. Da sind sogar auch Fische drin. Krass. Hier gar nicht zugetraut. Oh mein Gott, was hat sie denn hier? Aha. Und welche Kampfroboter?
Tortenbetriebsanweisung? Forten? Was? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nun der stolze Besitzer eines Thornton. Gern bieten wir Ihnen zum erschwinglichen Preis unsere Thornton-Garantie auf Ausfallsicherheit und Verbraucherfreundlichkeit an. Bevor Sie sich hinterm Steuer Ihres neuen Thornton ins Abenteuer stürzen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, diese Betriebsanleitung zu lesen. Instrumente und Anzeigen, Antidiebstahlsystem, Sitze, Sicherheitskodorüspiel, ist es ein Auto? Scheinwerfer, Warnlichter, Zündung, Getriebe, Bremsen, Belüftung, Heizung, Klimaanlage, Motor, oh, okay, gut, ja, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber das ging ja Gott sei Dank auch nicht länger. Oh, krass, guck mal. Oh mein Gott. Oh, kannst du dir, ist doch geil, auf Knopfdruck Pizza und einen Cocktail. Was gibt's denn? Orangensaft für 10,25 Euro. Apple Juice, Mineralwasser, Black Tea, Latte. Also siehst du, ne, die natürlichen Sachen, alles, was von der Natur kommt, ist richtig teuer. Ist einfach ultra teuer. Und dadurch musst du nicht mehr einkaufen gehen. Der grüne Tod. Der grüne Tod? Ich weiß nicht, ob wir es schon gelesen haben. Der grüne Tod. Der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht starrte den jungen Nomaden an, als wolle er seine Gedanken lesen. Versteh mich nicht falsch, murmelte er. Ich hab nichts gegen unerwartete Gäste, aber du wirst verstehen, dass ein Mann, der allein in der Wüste lebt, das Recht auf ein paar unangenehme Fragen hat. Der Junge wagte es nicht, den Blick zu erwidern. Stattdessen sah er immer wieder nervös aus dem Fenster, als erwarte er am Nachthimmel eine Armada aus Kampfdrohnen zu entdecken. »Ich bin auf der Flucht«, stammelte er nach kurzem Zögern, »vor dem grünen Phantom. Er verfolgt mich schon seit Yellow Creek.« Bis auf ein leichtes Zucken im Mundwinkel war das Gesicht des Alten völlig regungslos. Er schien mehr zu wissen, als er zuzugeben bereit war. »Du hast nichts zu befürchten«, beruhigte er den Jungen. »Das grüne Phantom hat es nur auf die schlimmsten Kriminellen abgesehen. Wenn du Bedauern im Herzen trägst, wird er dir verzeihen und eine zweite Chance geben.« Plötzlich verwandelte sich das ängstliche Auftreten des Jungen. Sein Gesicht verzog sich zu einem rebellischen Grinsen. »Ich bedauere aber nichts. Und du, alter Mann, du hast nicht die geringste Ahnung.« Oh mein Gott, da war gerade übelstes Geräusch. Huh. Ja, wir haben es jetzt 21.31 Uhr. So eine Games zu dieser Zeit. Ah, das bockt dann nicht so geil, wenn du da plötzlich Geräusche hörst. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich eine Alarmanlage an der Tür habe, ne? Creepy. Okay. »Ich bedauere aber nichts. Und du, alter Mann, du hast nicht die geringste Ahnung, wovon du redest.« »Da hast du Unrecht. Ich selbst bin dem Phantom bereits begegnet.« Die Augen des unerfahrenen Nomaden weiteten sich überrascht. Es schien, als läge ihm eine Frage auf der Zunge, aber er sprach sie nicht aus. »Es ist spät«, sagte der Alte. »Du solltest dich schlafen legen. Du bist erschöpft und musst deine Kraft sammeln, ehe du weiter wegläufst, wenn du das unbedingt tun willst. Heute Nacht kannst du hierbleiben.« Der Junge bedankte sich nicht. Ohne ein Wort stand er auf und betrat den kleinen, finsteren Schlafbereich, wo ihm sein Gastgeber ein Bett zugewiesen hatte. Um in der Dunkelheit sehen zu können, schaltete er auf Infrarot und erstarrte. Im Bett lag eine Leiche. Er näherte sich, um die Gestalt näher zu betrachten. Eine warme Blutlache, unnatürlich verdrehte Hände, dann die leeren, toten Augen des Mannes, mit dem er eben noch gesprochen hatte. Plötzlich veränderten sich die Wände. Ein unterirdischer Schimmer ging von ihnen aus. Der Junge spürte eine Gestalt in den Raum kommen, die hinter ihm stehen blieb. »Wenn du wirklich nichts bedauerst«, zischte eine kalte, emotionslose Stimme. »Warum fliehst du dann?« Schwärze. Die Welt des jungen Nomaden versank in Finsternis. Ich liebe ja diese kurzen Sequenzen. Die sind echt unfassbar gut geschrieben, ne? Die sind so, so gut geschrieben. Hier lag doch auch noch was. Neue Braindance Veröffentlichung 1. Lesen. Ich glaube, das mit dem Fremdkörper, das haben wir schon gelesen. Ja, Maxwell's Rehab. Setz dich. Ich jetzt? Tomato Juice. Nein, ich trinke ja jetzt nicht den Tomatensaft weg. Aber warum sieht das hier... Warum hast du so eine krasse Bude? Setz dich. Wohin jetzt?
da hinsetzen, auf den Stuhl. Okay. Okay, lass laufen. Ich habe Angst. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Vor Braindance habe ich jetzt ein bisschen Angst. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Da ich mich das letzte Mal ja schon nicht so zurechtgefunden habe zwischen den Ebenen. Aber wir werden es hinkriegen. Hoffe ich. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Weißt du was? Wir sind ja jetzt in ihrem Apartment, ne? Das heißt, unser Auto ist weg. Ach, nö. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wer ist das? Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur, wenn du das drauf hast. Parfait Bré. Das ist eine Frau, ne? Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Aha, cool. Ne, pass auf. Ich werde jetzt erst nochmal... Du drehst die Virtu? Du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Dann sind wir in der Kirche? Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Okay. Also, es sieht so ein bisschen nach Kirche aus. Du drehst die Virtu? Du kommst zurück. Wir geben dir die. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das oder jemand hilft dir. Guck mal, wir sind in der Kirche. Okay, pass auf. Wir verlässt dann, bla 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 bla. Alles klar. Okay, pass auf. Wir werden jetzt nochmal zurück. Pass auf, Neustarten. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Konnte ich jetzt nicht? Jedes Stück Tech? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Wir holen und alles, was wir brauchen. Nur wenn ihr das drauf. Das Wichtigste und, ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Also, Temmel. Ich meine, es scheint ja auch eine Kamera zu sein, ne? Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Ach, pass auf. Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast. Parfait Bré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf. Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch analysieren soll.
irgendwo. Guck mal, hier ist doch noch was. Verdammt. Also, zumindest komme ich jetzt. Wonach suchen wir? In die Ebenen. Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Aber. Ich weiß nicht, wo ich hier jetzt noch Sachen finden soll. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirtur. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfait Brie. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf. Biochip, wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Na, Chef. Ich neige es nicht an der Zeit. Irgendwo vor der Zau. Ich nur ihm. Also, ich verstehe noch nicht so ganz, was ich hier finden soll, weil irgendwie hier gibt's nichts. Hier gibt's einfach nichts. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte... Biochip, wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wie... dass man irgendwie so ein bisschen rumkommt. Also, ich verstehe gerade, also mit den Braindances, siehst ja, ne? Ich habe es jetzt mal geschafft, in alle Ebenen zu wechseln, aber ich komme nicht weiter. Ich habe jetzt jede Ebene einmal durchlaufen lassen. Das mit den BDs ist echt so eine abgefuckte Sache. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die... Der Rest geht dich nichts an. Und dann steht sie Verstanden. Auf. Aber ich kann ja natürlich auch... So, Ende der Aufnahme. Ich kann natürlich jetzt auch mal zu ihr laufen, aber sie ist ja ausgegraut. Keine Daten. Evelyn, da können wir nichts suchen. Und das ist jetzt alles hier wieder außerhalb des Bereichs, denke ich. Also es ist auf jeden Fall irgendeine Kirche. Tja, so, pass auf, wenn wir jetzt die Ebene wechseln und das Ganze mal auf den Neustart machen. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfait Brie. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so kommt ja auch aus dieser Sequenz einfach nicht raus, ne? Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht noch... Biochip, wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Wirkung. Suche eine Aufnahme nach Hinweisen. Ich finde nicht mehr Hinweise. Das ist dein einziger Job. Der Rest gebe ich nichts an. Verstanden? Mir fehlt halt noch die Möglichkeit, irgendwie zum Scannen zu kommen, weißt du? Also. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Das reicht doch jetzt. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu.
Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Wenn er selbst anfängt, von Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf. Kommt zum Beispiel nicht schon wieder komplett raus. Jedes Stück Tech. Weil ich schon wieder nicht in meinem. Wonach suchen wir? Jedes Stück. Wonach suchen wir? Weil ich gerne auf mein Scan-Dings kommen wollen würde. Aber. Also, mit den BDs, ne? Jedes Stück. Ich freue mich ja eigentlich immer so ein bisschen drauf, aber das fuckt mich immer so ein bisschen ab, dass das einfach nicht so wirklich funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich komme nicht auf meinen eigenen Scanner, den wir ja normalerweise haben. Letztes Mal hatte ich das Problem, kam ich gar nicht erst auf die verschiedenen Ebenen. Ich habe nicht mehr, als ich hier an Tasten habe. Ich kann Play-Pause machen. Mit X. So, habe ich jetzt schon auf allen Ebenen gemacht. Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Ich kann das Ganze vorspulen. Wir holen alle seine Nachrichten. Nur wenn das Wichtigste ist, dass er keine. Wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, der Rest gibt es nicht auf. So. Verstanden. Dann kann ich neu starten. Dann haben wir hier zwischen den Ebenen. Da hat es aber nichts gefunden, wirklich gar nichts. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, wie ich komplett rauskomme und irgendwie scannen kann.